Erneut standen in Eppelheim aus bisher noch nicht bekannter Ursache Fahrzeuge in Brand, diesmal zwei Wohnmobile. Vor exakt zwei Wochen, auch in der Nacht zu Samstag, standen in Eppelheim bereits ein LKW und ein PKW in der Lindbergstraße in Flammen. Nun standen kurz nach 3 Uhr zwei Wohnmobile auf einem Abstellplatz für Campingfahrzeuge in der Theodor-Körner-Straße in Flammen. Wir haben vorgefunden zwei brennende Wohnmobile, die standen im Vollbrand. Es wurden gleich eingesetzt 3 C-Rohre. Danach haben wir ein Schaumrohr eingesetzt, um das Ganze abzudecken. Haben das Feuer jetzt aus, machen jetzt noch Nachlöscharbeiten, noch ca. 10 Minuten. Die waren mit Gasflaschen, waren die bestückt. 2 Stück konnten wir rausziehen. Eine Gasflasche war schon soweit aufgebläht, kurz vor zum Verbersten. Stehen jetzt draußen und wurden von uns gekühlt. Durch die große Hitzeentwicklung wurden außerdem noch ein drittes Wohnmobil sowie ein Wohnwagen, die in der Nähe standen, beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Eppelheim war mit 15 Personen zur Brandbekämpfung vor Ort. An den Wohnmobilen beziffert die Polizei den Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt.